Bleib liegen, du gottverdammtes Vieh, ey. Ich trau dem nicht. Ich trau dem einfach nicht, dass die tot. Also, dass sie mich nicht hören. Ich trau dem. Tut mir leid. Natürlich. Nur deswegen komme ich hier rein? Was ist das, ein Film? Ah! Tja. Na toll. Hallo! Wunderbar. Jawohl, dann haben wir hier alles. Okay, die ist zu, dann können wir das hier schon mal vergessen. Ja, okay, wunderbar. Dann können wir zum Aufzug. Das gefällt mir alles nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf die Licker. Ist hier noch irgendwie was Cooles drin? Was ist das? Schulterschaft GM79. Für was? Ist es zufällig für den Granatwerfer? Bam! Und was bringt das jetzt? Oh, leck, wie groß der jetzt ist. Hochwertige Munition. Schießpulver, meine ich. Ja. Einmal ziehen. Wunderbar. Ja, du mich auch. Der fette Irons, Mann. Wie sieht's aus? Ja, nicht so viel, ne? Ah, guck mal, jetzt kommen wir zum Chief-Büro. Ah, doch. Da geht's. Dach und so. Oh, jetzt komm, Claire, stell dich nicht so an. Ein bisschen Regen. Das schadet nicht. Einmal kombinieren. Was passiert, wenn ich das hier mit dem hier kombiniere? MP-Munition kommt dann. Ah, okay. Ja, ich weiß. Eine kleine Verschwendung. Aber was soll's. Das Büro vom Chef. Okay, ich glaube, der mag es zu jagen. Guck mal. Alles. Sogar ein Krokodilskopf. Da sind Weinflaschen drin. E-Mail an Chief Irons, Polizeichef Irons. Für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls nötig. Polizeichef Irons, ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen, aber keine Sorge. Der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage. Und dann wird alles glatt gehen. Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind.
Ich stehe kurz vor der Vollendung von G und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischen funkt. Polizeichef Irons, erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe, vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. WB. Noch wissen wir nicht, wer WB ist. Also ich weiß es schon, aber vielleicht der ein oder andere von euch nicht. Bitte nicht spoilern, Leute, das ist ganz wichtig. Sonst, ja. Weiß nicht, geht der Spaß verloren. Ich würde sagen, wir verstauen mal ein paar Sachen, wie das hier auch. Das behalten wir, das behalten wir, das behalten wir. Okay, die Pflanze legen wir auch weg. Da wir keine Munition haben, lege ich den auch mal weg. Bisschen Ordnung. Ein bisschen Ordnung muss sein. Was haben wir da? Tierpräparationstagebuch. Weißwedelhirsch, Männchen, circa 6 Jahre alt. Fangort, Arkleberge. Länge, 1,85 Meter. Gewicht, 160 Kilogramm. Ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte ich mich mal anspruchsvolleren Tieren zuwenden. Sibirischer Tiger, Männchen, circa 4 Jahre alt. Fangort, Region Chabarovsk. Länge 2,89 Meter. Gewicht 239,9 Kilogramm. Ich bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seine dampfenden Eingeweide herausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier. Das ist das wahre Leben. Alter, was für ein kranker, perverser Typ. Ich bin fast gekommen. Was für ein Schwein. Ein Schwein. Schwein, Weibchen, 22 Jahre alt. Fangort, Raccoon. Oh. Oh, das war gar kein... Das war ein Mensch. Fangort, Raccoon City. Länge 1,60 Meter. Gewicht 49,8 Kilogramm. Der Körper dieses Exemplars ist weich. Schön. Komplett weiß. Und er gehört mir. Für immer. Du kranker, kranker Mistkerl. Alle, die Schildkröte. Ist hier noch etwas? Außer, dass ich gerade drin bin. Okay, hier brauchen wir den Herzschlüssel. Da geht's nicht weiter. Alter, der Tiger. MP-Munition liegt hier noch. Oh Mann, ey. Ich find's echt gut, dass angezeigt wird. Vielen lieben Dank dafür. Solange wir keine MP haben, brauchen wir diese Munition noch nicht. Sollen wir hier speichern mal? Sicher ist sicher. Oh, auf Veteran wäre es ein bisschen schwerer, ey. Da dürfte ich nur speichern, wenn wir Farbbänder haben. Egal, ich nutze es jetzt auch nicht so arg aus für dich. Fetter Tiger, Mann. Gut. Privatsammlungszimmer. Ich denke mal, wir kriegen da irgendwie den Herzschlüssel oder so. Hochwertiges Schießpulver, danke. Gott sei Dank. Die Schlüsselkarte. Okay. Aber was willst du jetzt hier von mir? Ah, ich brauche so drei Platten. Zwei Platten. Ein Dodo? Ja, wahrscheinlich vom Museum, oder? Brief des Reparaturservice. Ihre Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeichefbüro nach muss wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrturms zu reparieren. Wir haben ihm ein paar Ersatzteile mitgegeben und er sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schief gehen oder Sie mehr benötigen, suchen Sie ihn einfach im Uhrenturm auf.
Wir sind Ihnen stets gerne behilflich. Da ist er ja. Da ist ja das Schlüssel. Untersuche. Immer dasselbe. Es ist immer dasselbe. Ihr könnt mich damit nicht ausrüsten. Bitte, Tiger, bleib tot. Jetzt haben wir schon zwei Schlüssel. Ja, sehr gut. Das erinnert einen mega stark an den ersten Teil, wo wir auch halt verschiedene Schlüssel sammeln mussten. Ich habe leider kein Messer, sonst hätte ich das mit dem Messer kaputt gemacht. Da geht's nicht weiter. Man kann noch runtergehen. Vernehmungsraum, Beobachtungsraum. Guck mal den an. So, der ist auf jeden Fall mal down. Ah, Vernehmungsraum, alles klar. Let me out. Munition, bin ich sehr, sehr dankbar. Was ist das denn für ein... Ach so. Ein schönes... Ah! Da kommt das hin. Ah! Natürlich, ey. Da komme ich nicht weiter. Warte, ich muss mal die Tür noch anhauen, damit das Symbol da ist. So. Danke. Okay, dann haben wir hier alles. Bleib tot. Wow! Was soll das denn, Mann? Oh Gott, da kommt so ein verdammter linker Mann durchs Fenster gesprungen. Ich glaub's ja nicht. Nehmen wir das Brett mit. Brad Pitt. Boah, Munition, ey. Gott sei Dank. Balkon. Gehen wir mal auf den Balkon. Hallo? Ah, guck mal. Kann man runterklettern. Wohin führt mich das? Aufs Dach. Brr. Warte mal. Bevor wir da weitergehen, ich mach mal hier. Alter Polizist, bitte. Du Scheiße. Du Scheiße. Guck mal, was ist das denn? Großes Zahnrad. Inventar ist voll. Ja, ach so, es braucht zwei Plätze. Oh Mann. So, einfach mal, einfach so machen. Ich lasse es mal noch liegen. Echt jetzt? Das war so klar. Komm her, Mann.
Oh Mann. Die wackeln so sehr mit seinem. Mann, dein Kopf so auf! Halt acht Hände, Mann! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Guten Appetit. Ah, na toll, ey. Was ist das für ein geiler Raum? Ah, ein Herzschlüsselraum. Brauche ich immer noch. Okay. What, ein Messer. Mann. Okay. Verpacktes Elektronikteil. Untersuchen. Ah, perfekt. Bin ich hier schon im Uhrenturm oder was? Geh mal runter, ich setz das Teil mal ein. Sag mal! Schau, Mann! Ihr entfolgst du mir nicht. Alter Finne. Gut. Gleich mal Zeug ablegen hier, wenn wir schon mal hier sind. Bisschen Platz machen. Ich muss ja nicht alles mitschleppen. Okay, warte mal. Wir legen ab. Boah, keine Ahnung. Einer von den Knarren vielleicht? Feuerkraft galt damals als bahnbrechend, okay. Dann nehme ich doch das Juwel mit, damit ich es gleich aufmachen kann. Das lege ich ab, das lege ich ab. Das lege ich mal ab, das lege ich mal ab. Okay. Kombinieren. Was kriege ich da? Das Abzeichen. Das ist gut, das ist dann hilfreich. Wow, dafür muss ich den ganzen Weg zurück. Deshalb kann ich das erstmal ablegen. Das brauche ich erstmal nicht. Dann machen wir mal kurz die Ordnung. So. Okay. Dann holen wir uns mal die zwei Sachen hier. Dann hoffen wir mal, dass der Raum hier schon safe ist. Und dann gehen wir mal zurück zur Eingangshalle. Da ist der Uhrenturm. Und ich hoffe mal, dass wir da irgendwie runterkommen. Ah ja, perfekt. Da können wir runter dann. Du bist so ein Affe, dass du direkt vor der Treppe stehst, Mann. Bleib liegen. So schnell kannst du dich nicht drehen. Nee, nee, Freund. Oh nein. Mein Messer! Krieg ich's wieder? Danke. Ja! Als ob. Was? Es ist abgesperrt? Oh mein.
Nein! Wo lang? Wo muss ich sonst hin? Ja, halt aufs Dach. Dass du mich auch noch kriegst, ey. Du Hund. Zieh dich, ey. Okay, aber ich habe den Raum auf jeden Fall mal gelootet. Oh. Die Zombies, Mann. Nerviger als früher. Okay, das Dach ist mal safe. Erstmal. Was ist das für eine Tür? Ah, das ist die andere Seite, wo wir nicht hingehen konnten. Das soll eine Pflanze sein? Ah ja. Und halt, weil da noch die Pflanze ist, ist der Raum noch rot. Okay. Moment, was ist das? Was bringt das? Hä? Warum? Okay. Aber so einen Hebel brauche ich doch für die... für diesen Wagenheber. Bitte? Ah, ich hab's Messer schon ausgerissen. So, die ist down. Boah, Heilpflanzen. Geil. Boah, wie die angerannt kommt. Das ist nicht gut, ey. Ciao, Mann. Ah, ja. Okay. Das Wasser umgelenkt quasi. Pff. Flieg halt einfach hin, gell? Da geht's nicht weiter. Er steht einfach wieder auf, Mann! Ja, mir geht's nicht so gut. Da, guck mal, jetzt geht das Wasser dahin. Und dann geht das Feuer aus. Wo ist denn der Pilot hin? Wie er entschlossen hierher läuft. Weg hier. Weg hier. Hab ich jetzt alles hier? Da, hab ich. Lauf, lauf, lauf. Wohin gehen wir? Einmal da durch und dann da. Oh, was ein riesiger Typ, Mann.
Was? Oh Gott, nein. Oh, Marvin. 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 Hört ihr das? Tut mir so leid. Was wollt ihr denn hier? Alles klar, Junge. Du willst es nicht anders. Ich muss mal gucken, wie ich noch mehr Brandmunition herstelle. Okay, komm mal. Klar, Jungs! Was soll das? Wieso verfolgt er mich? Was ist hier los? Wie werde ich den Kerl los, Mann? Oh mein Gott. Okay, jetzt schnell weg. Okay, jetzt schnell weg. Türschalt, Bildgedöns. Tresor, Kurbel. Ich muss mich mal heilen, Leute, ey, das ist... Ja, komm, heil dich. Ah ne, warte. Ja doch, komm. Komm, benutzen. Okay. Das ist sehr schön. Ich habe nur 6 Schuss. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ist hier unten noch etwas, was ich noch nicht aufgemacht habe? Nein. Alles cool. Absolut, Leute. Absolut. So, ist der Riesendude weg? Nein, ist er nicht. Der schleicht da oben rum. Aber... ich speichere jetzt erstmal und beende hier an dieser Stelle diese Folge. Leute, was geht ab? Okay, wir werden verfolgt von einem gewaltigen, riesigen Typ. Wohin kommt das? Eigentlich müsste ich oben lang weiter. Hierhin. Treppe hoch, Treppe hoch. Ich komme da nicht hin, das ist echt das Problem. Aber ich habe ja andere Schlüssel. Ich kann ja hier in die Wäschekammer jetzt mittlerweile. Ja, ja, ja. Und wohin noch? Und hier in den Aktenraum kann ich auch noch. Okay. Ja, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.